freue mich von ganzem Herzen hier zu sein mit meiner Familie und ich frage jetzt so einmal an euch, liebe Geschwister, was soll ich euch sagen? Es ist heute so viel Wichtiges gesagt worden, so vieles, was mir am Herzen liegt, was mir auf dem Herzen brennt und da kommt mir manchmal vor, man sollte etwas mehr Zeit haben, um das, was man hört, auch zu verdauen. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen dazu uns die Zeit nehmen und wirklich über so vieles, vieles nachdenken und uns fragen, was hat das für mich, für mein Leben zu bedeuten? Ich möchte ganz gern an diesem Abend zu dem Thema Evangelisation über Vorbilder reden. Es ist wunderbar, der Friedel hat es vorhin schon gesagt, ich habe mich ebenfalls ganz, ganz riesig gefreut, dass ihr lieben jungen Menschen da seid, dass euch es wert ist, hier bei dieser Konferenz mit dabei zu sein. Das ist für mich eine faszinierende Sache. Es begeistert mich wirklich total. Und wie Friedl auch gesagt hat, ihr seid die nächste Generation, die die Fackel weitertragen. Das Evangelium hinaustragen in dieses Land. Und es ist gut, wenn man viel, viel lernt. Und vielleicht geht es euch, wie es mir gegangen ist, als ich noch junger Knabe war, in einem sehr missionarisch gesinnten Elternhaus aufwachsen durfte, dass mich eigentlich viele Vorbilder geprägt haben, Männer und Frauen. Lassen wir uns zuerst folgendes Wort zu Gemüte führen. Aus Sprüche, Kapitel 29, Vers 18. Da heißt es, wo keine Weissagung ist, wird das Volk wild. Wild und wüst, wohl aber dem, der das Gesetz handhabt. Wo keine Weissagung ist, könnte man auch übersetzen, wo keine Offenbarung mehr ist. Wo Gottes Wort nicht mehr gehört wird, nicht mehr ernst genommen wird. Wo man Gottes Wort auf die Seite schiebt. Wo Gottes Wort nicht mehr im Zentrum steht. Da wird ein Volk wild. Übermütig, gottlos, gottfern. Und kann man nicht gerade auch von heute sagen, in unserer Zeit, dass wir eben so in einer solchen Zeit leben? Welchen Platz hat Gottes Wort in den Häusern unserer Stadt St. Johann im Pongau? Welchen Platz hat Gottes Wort in unserem Land Österreich in den vielen, vielen Tausenden von Haushalten? Welchen Platz hat Gottes Wort in unseren eigenen Häusern, die wir uns Christen nennen und Gott von ganzem Herzen lieb haben? Gehören wir auch bald zu denen, die sagen, ich habe einfach fast keine Zeit mehr zum Bibellesen, man nimmt es nicht mehr genau. Man ist einfach vielleicht schon ein wenig immun geworden. Man hat schon so viel gehört. Man weiß schon so vieles. Es ist eh immer wieder dasselbe. Oder sind wir von denen, die das folgendermaßen erleben, wenn eine wunderbare, klare Nacht da ist und in der Nacht fällt der Tau
und am Morgen glänzt alles frisch vom Morgentau. Es mag am Abend die Pflanzen herumgelegen haben, welk geworden sein von der Hitze des Vortages. Und wenn man am Morgen hinausschaut in den Garten, auf die Felder, steht alles wunderbar taufrisch da. Sind wir solche Menschen, die den Tau des Segens, des Wortes Gottes schätzen, die Hunger haben nach dem Wort, Heißhunger, die nicht genug hören können wie die Kindlein im Glauben, die solch einen Eifer entwickeln, die Tag und Nacht lesen wollen vor lauter Begeisterung. Sind wir noch solche? Oder möchten wir es wieder werden? Im Buch von Oswald Smith aus Toronto, einem meiner ganz großen Vorbilder, ich werde es auch noch kurz sagen, der schreibt in seinem Buch Glühende Ritterliebe eine ganz wichtige Sache unter der Rubrik, unter dem Thema, was uns heute Not tut. Überall leben Menschen dicht gedrängt, schreibt er, in den Städten, großen Ortschaften. Und sie gehen ihrem Verderben entgegen, wenn wir Christen uns nicht endlich offene Augen schenken lassen für die Not dieser Menschen. Wir müssen, wieder sagt er dort in diesem Artikel, wieder aufwachen, wieder neu Mut schöpfen, wieder neu unseren Auftrag ernst nehmen. Viele Menschen, die die Retterbotschaft Jesu nicht gehört haben, gehen ihrem Verderben entgegen, gehen verloren ewig in die Hölle. Wenn wir uns für sie keine offenen Augen schenken lassen. Mich bewegt zunehmend, vielleicht hängt das ein bisschen mit meinem Älterwerden zusammen, mich bewegt sehr Folgendes, dass man in unserer heutigen Zeit so viel unternimmt für irdische Ziele, dass man so viel investiert für das persönliche Wohlergehen und dass das Reich Gottes oft auf letzte Stelle gestellt wird. Wir haben hier junge Menschen hier, voller Kraft. Die reißen nicht nur einen Baum aus, wenn es drauf ankommt, auch zwei miteinander. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich keine Bäume mehr ausreiße, ich pflanze sie nur noch. Die so begabt sind, so total in ihrem Leben den Mann stellen oder die Frau, die von ganzem Herzen in dieser Welt sich behaupten und ihre Kräfte viel zu wenig investieren für das Reich Gottes. Ist da wohl der Zeitmangel schuld? Oh, weißt, ich habe einfach nicht mehr so die Zeit. Und übrigens, du darfst nicht vergessen, ich habe eine sehr große Familie. Wir haben immerhin 2,5, 3 Kinder und ich kann nicht mehr so, verstehst du? Und ich muss jetzt einfach auch mal da und da, bin ich auch gefordert. Oder ist es vielleicht auch, dass man die Prioritäten nicht mehr dementsprechend setzt? Was sind unsere Prioritäten? Das war ein großes Thema bei uns zu Hause. Welches sind die Prioritäten für mein Leben, für die Zukunft, für meinen Dienst? Ich glaube, das ist mal das, worüber wir wieder nachdenken sollten, vermehrt. Gut, ich komme jetzt zu den Vorbildern. Ich hatte das große Vorrecht,
als junger Knabe zu den Füßen von Erino D'Abruzzo zu sitzen. Ich weiß nicht, ob jemandem von Ihnen dieser Name bekannt ist. Nun, das soll nichts zur Sache haben. Es ist gut, wenn man so verschiedene Namen hört. Dieser Erino D'Abruzzo war ein Missionar, wissen Sie, vom kleinen Zehen bis zur letzten Haarspitze. Der lebte voll und ganz für die Sache des Herrn. Wenn Erino D'Abruzzo kam und von seinen Missionseinsätzen redete in Frankreich, Italien und Spanien und der Schweiz, der französisch sprechenden Schweiz, dann hat man alles um sich herum vergessen. Der Mann, der hat uns mitgerissen in den Eifer und in die Freude des Dienstes hinein, dass ich manchmal gar nicht wusste mehr, wo ich jetzt bin. Vor lauter, ich will, so wie Erino D'Abruzzo, ich will so ein Mensch werden. Ein Mann, der in den KZs in Deutschland Graswurzeln gegessen hat, unter dem Zaun durchgegriffen hat, dass er noch Wurzeln fand zum Essen. Zu Haut und Knochen abgemagert war. Und der Herr hat ihn behütet und bewahrt. Er kam nach Hause in die Schweiz und hat wiederum als ein treuer Zeuge Jesu das Evangelium verkündigt. Der Mann hat viel bewegt für Jesus. Er sagte nicht, du musst das tun, du musst jenes tun, du musst dieses tun. Er ging selber voran und hat selber die schwerste Arbeit getan. Aber aus dem Herzen dieses Menschen kam eine solche glühende Retterliebe, das hat wie ein Feuer in unserer Familie gewirkt. Und der hatte einen Mitarbeiter. Dieser Mitarbeiter heißt Freddy Gilgen. Wenn der auf die Kanzel ging, vor Tausenden von Zuhörern, viel größere Konferenzen als die hier, Mai, ich sage euch, da hat man sich schon fast bereit gemacht, um aufzustehen. Das hat einem nicht mehr auf dem Sessel gehalten. Da hat man gewusst, dieser Mann hat uns etwas zu erzählen von der Größe, Herrlichkeit und Macht Jesu auf den Missionsfeldern. Wie oft habe ich nach den Botschaften von Freddy Gilgen, der jetzt ein 80-jähriger älterer Mann ist, schwach geworden, aber ein Herz wie damals, als ich ihn noch kannte als kleines Kind, dass Menschen gerettet werden. Ihr Lieben, der Mensch hat etwas bewirkt in meinem Herzen. Da habe ich geweint, wenn der auf der Kanzel stand. Da hatte ich da hinten gesessen, bin ich, lauschte dem, was er da berichtete, was er mit Gott erlebt. In Frankreich, in Spanien, in Italien, in der Schweiz. So wie Freddy, so will ich werden. Das ist doch das Einzige, was sich lohnt in dieser Welt, für Gott zu wirken. Sie haben viel leiden müssen, diese Männer. Und viel ausgelacht, verspottet. Sie haben viel durch dunkle Täler durchgehen müssen. Aber wenn es darum ging, die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen, wie leuchteten ihre Augen, wie leuchtet es aus ihren Herzen heraus. Leute, das ist das, wonach ich mich heute oft sehne. Wo werden noch die großen Taten Gottes verkündigt? Dass wir anfangen zu jubeln und zu jauchzen in unseren Familien. Oh, wie groß ist unser Herr.
Ich mag mich noch gut erinnern, sonst mag ich nicht so aus meinem Leben so vieles Einzelheiten erzählen. Aber als ich in Saalfelden, ich könnte viele Namen jetzt nennen, als ich die Familie Erlbacher, unsere Nachbarn, bekehrt haben, da haben wir als ganze Familie Fest gefeiert. Ich will jetzt nicht sagen, wie das gegangen ist. Das war allzu schön. Wir haben einfach Fest gefeiert, vor Freude. Das hält man nicht mehr aus. Wir sind herumgehüpft vor lauter Freude. Wieder ist eine Familie zu Jesus gekommen. Ist das das, was uns so tief erfüllt in unseren Herzen? Haben wir Vorbilder, die uns anstecken und motivieren? Wissen Sie, es war ein Vorrecht, ich sehe es immer mehr, je älter ich werde, dass ich in einem Haus aufwachsen durfte, wo Mission lebte Tag und Nacht, wo Missionare aus aller Welt abgestiegen und bei uns gewohnt haben, ob aus China, ob aus dem hohen Norden, ob aus Afrika, aus allen Erdteilen. Und dann waren wir da so, wir sieben Kindlein, oft noch ganz klein damals, und durften auf dem Schoß dieser Missionare sitzen und ihren gewaltigen Erlebnissen lauschen. Oh, wie war das wunderbar. Und ich denke an Elisabeth Seiler, die China-Inland-Missionarin, die noch unter Missionar Becker gearbeitet hat. Missionar Becker war noch von Hudson Taylor nach China gerufen worden. Da waren noch gewaltige Zusammenhänge. Ach, diese Frau Seiler, die hatte meine Mutti dermaßen begeistert, wie die noch ledig war, dass sie überhaupt nicht mehr heiraten wollte. Hat die gesagt, die Elisabeth, Rosa, du gehörst nach China. Und dann ist sie immer wieder gekommen und hat meine liebe Mutti, hat sie dermaßen motiviert, hat sie gesagt, weißt du, ich möchte schon dann einmal heiraten und wenn der Herr mir Kinder schenkt, dass sie dann in die Mission gehen. Aber sie ist zu ihren ganzen Lebzeiten die Freundin meiner Mutter gewesen. Und diese Elisabeth Seiler hat in unserem Haus Folgendes bewirkt. Wenn die von China erzählte, es gibt drei Bücher von ihr übrigens, lest die einmal durch, da könnt ihr vor Staunen nicht mehr schlafen. Aber man sollte ja auch einen guten Schlaf wünschen. Aber nun, das gehört auch dazu. Einmal sehen, wie Gott so ein schlichtes Werkzeug in der Mission gebraucht. Die hat uns als Familie dermaßen für die Mission begeistert, dass alle meine sechs Geschwister in die Mission wollten. Wir haben uns die Länder schon aufgeteilt. Der Erich geht nach Neuguinea, die Lydia nach Afrika, nur ich wollte nirgends hin. Jedes hat schon sein Land im Kopf gehabt. Und wie das bei uns zu Hause zu und her ging. Liebe Leute, ich wünsche manchmal, man dürfte so etwas in den heutigen Häusern noch erleben. Diese Freude an der Missionsarbeit, diese Freude, das Evangelium hinauszutragen. Und die noch am meisten Öl ins Feuer geschüttet hat, wenn wir eh schon lichterloh brannten für die Mission, war meine Mutti. Ich danke sehr in Ewigkeit. Folgendes hat sich zugetragen. Mein Vater, eher ein stiller Mann, hat sehr auch für den Herrn gelebt und gewirkt. War auch so ein missionsgesinnter Mensch, durch und durch. Und da kommt er eines Tages nach Hause
von seiner Arbeit und sieht meinen Bruder, den Erich, als dreijährigen Knirps in seinem schönsten Gartenbeet ein Loch graben. Na, du Maulwurf, du, das Bürschlein, das lasse ich dir nicht durch. Gladiolen hast du mir alle ausgerissen, alles miteinander, mach's mir kaputt im Garten, mein Bue. Erich, komm. Aber jetzt hat's doch den Papa, bevor er ihm Schläge gibt, noch etwas interessiert. Erich, warum machst du mir in dieses schöne Blumenbeet ein so schieres Loch? Und der Erich schaut den Papa so lieb und mit großen Augen an und sagt, Vati, ich will auf dem schnellsten Weg nach China. Die Missionarin Seiler hat darum immer gesagt, China sei auf der anderen Seite der Welt. Ich sage euch, das ist einfach auch gewaltig. Wenn einer, ein Dreijähriger, es nicht mehr erwarten kann und am Graben ist im Garten, dass er so schnell wie möglich nach China kommt. Merkt ihr etwas von dem, was Begeisterung auslöst? Wisst ihr, und da bin ich bei einem ganz wichtigen Punkt, ein Appell an Väter und Mütter in diesem Saal. Väter und Mütter, könnt ihr eure Kinder noch begeistern? So begeistern, dass die Kinder nur noch von dem Thema reden, was euch Eltern bewegt. Wenn wir unsere Kinder nicht begeistern für Jesus und für die Evangelisation und für die Mission, dann wird ganz sicher die Welt mit ihren Programmen unsere Kinder begeistern. Jemand wird sie begeistern. Und ich fürchte, dass weithin viel zu viele junge Menschen von den weltlichen Programmen so begeistert sind, dass wir schwer haben werden, sie noch für die Sache des Herrn zu begeistern. Das ist doch das Allerwichtigste, dass wir unsere Kinder mit hineinnehmen in dieses große Thema, was uns bewegt. Ich lese viel Literatur, Literatur zum Thema, wie man Freunde gewinnt. Ich rede hier nicht gern über Titel von ungläubigen Leuten, aber ein Buch hat mich wirklich aus den Socken gerissen. Das Buch von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt, heißt der Titel, ist eines der meistverkauften Bücher gewesen auf der Welt, wurde hauptsächlich von Managern gelesen, von Geschäftsleuten. Und dieses Buch hat mich derart ergriffen und gepackt und mir gezeigt, wie ungläubige Menschen auf 400 Buchseiten beschreiben können, wie man Freunde gewinnt, dass es ein Christ nicht besser kann. Leute, da habe ich schon wirklich nachdenken müssen. Da habe ich mich gefragt, ist vielleicht jemand hier in diesem Saal, der ein 400 Seiten dickes Buch schreiben kann über dieses Thema? Von christlicher Sicht aus. Fangt's morgen schon an. Das wäre so wichtig. Wie man Freunde gewinnt, wie gewinnen wir unsere Mitmenschen? Wir haben doch ewige Ziele. Wir wissen, uns erwartet eine wunderbare Herrlichkeit. Wir sehnen uns von ganzem Herzen auf den Himmel. Wir haben nichts zu verlieren, wir gewinnen alles. Und bald sind wir dort. Was sind die paar Lebensjahre hier auf dieser Welt? Und
Ja, die Frage, wie will ich von jetzt an mein Leben einsetzen dafür, dass ich Freunde gewinnen kann? Ich möchte viel, viele Freunde gewinnen. Da schreibt Oswald Smith in seinem Buch Der Mensch, der Gott gebraucht: Alles, was wir heute brauchen, ist von Gott erleuchtete Herzensaugen. Herzensaugen, um zu sehen, dass sich der Dienst für Gott lohnt. Wo sind die Menschen, die alles investieren für das Werk Gottes? Die verbrennen für die Sache des Herrn, wie ein Gary, der den Wahlspruch geprägt: Erwarte Großes von Gott, unternimm Großes für Gott. Und das habe ich bei meinen Freunden gesehen, bei Dabozzo, bei Freddy Gilgen, bei Daniel Olsen und bei Elisabeth Seiler, bei meinen Eltern, bei meinen Geschwistern. Ich habe es gesehen. Da sind Menschen bereit, ihr ganzes Leben zu investieren für die Sache des Herrn. Und das hat mich wirklich ermutigt. Das ist das, was sich wirklich lohnt. Weitere große Vorbilder, und dann komme ich noch zum Größten. Da ist ein John Eliot. In den Jahren 1603 bis 1690. Über 25 Jahre lang hat Eliot unter den Indianern gearbeitet. Und zuletzt waren 14 Dörfer betender Indianer mit rund 3600 Seelen entstanden. Was der Mann durchgelitten hat, die enormen Entbehrungen durch Schwachheiten, durch Krankheiten, durch Nöte, durch Zweifel. Aber nur eine Sehnsucht: Herr, schenke mir die Indianer. Schenke mir dieses Volk. Ich halte es nicht aus, wenn sich die Indianer nicht bekehren. Und so etwas fand ich bei Hans Egede. 686 bis 1758. Und das möchte ich Ihnen vorlesen. Er hatte eine übergroße Liebe zum Volk der Eskimos. Und das leuchtet aus dem, was er da schreibt, leuchtet das förmlich hervor. Wie ich nicht um zeitlichen Vorteils willen nach Grönland gezogen bin, ebenso wenig verlasse ich es aus schnöden Gewinnswegen, sondern Gottes Ehre allein und die Erleuchtung dieser armen, unwissenden Menschen war, ist und wird mein einziges Augenmerk und der unablässige Wunsch meines Herzens bis in den Tod sein. Mein Herz schlägt für diese Menschen. Für wen schlägt mein Herz? Unser Herz. Ach, ich könnte Ihnen jetzt noch vieles vorlesen von diesen Vorbildern. Ich will aber zum größten Vorbild gehen. Zu unserem hochgelobten, wunderbaren Herrn. Und lese so die Bibelstelle, so ihr gern mitlesen möchtet, aus Matthäus Kapitel 9, Verse 35 und 36. Weil dort sehen wir die Motivation zur Evangelisation. Dort haben wir es direkt vor Augen, wie Gott Evangelisation sieht. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich
und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksscharen sah, jammerten sie ihn, weil sie beraubt und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Eigentlich könnten wir sagen, die Evangelisationsarbeit ist für uns alle viel zu groß. Wenn wir bedenken, vor unserer Haustüre beginnt sie und erstreckt sich bis an das Ende der Welt, da wird auch morgen früh Christoph Hochmuth darüber reden, über den Missionsbefehl. Ich freue mich schon darauf zu hören, was er uns zu sagen hat. Die Größe der Evangelisation, sind wir uns dessen bewusst? Es ist nicht einfach eine leichte Sache. Es ist kein leichter Spaziergang. Da hat Gustav Werner, ein Reutlinger am Fuße der Schwäbischen Alb, das folgendermaßen ausgedrückt: Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Wenn du nur weißt um die Evangelisation, du tust es aber nicht. Wenn es nur brennt auf deinem Herzen, du gehst aber nicht. Was hilft es den anderen? Wissen wir das? Nur Gemeinde Jesu kann Missionsarbeit treiben, sonst niemand auf der Welt. Und ich habe gerade vorhin zu Friedel gesagt, wenn ich hier in den Saal hineinschaue, liebe aufgestellte, wunderbare Christen, was seid ihr für Prachtsmenschen? Jedes von euch ein Individuum, geliebt von Gott, ein herrlicher Mensch. Jetzt stellt euch einmal vor, wenn wir alle miteinander die Missionsarbeit ernst nehmen würden, wie die Vorbilder hier, wie ich von ihnen erzählt habe. Ich glaube, ihr lieben Leute, ich traue mir es fast nicht zu sagen. Es wäre zu schön. Es werden sich noch so viele Österreicher bekehren. Vielleicht in deinem Dorf, in deiner Stadt, wo du lebst, wo du bist. Ist nicht das auch irgendwo unser Wunsch? Wir wollen das doch tun. Wir wollen einander Mut machen. Wir wollen einander vorangehen. Und jetzt achten wir, was Jesus tat. Jesus ging in alle Städte und Dörfer. Er ging zu den Menschen. Das ist das, was ihn bewegt hat. Er musste hin zu ihnen. Er hat nicht gewartet, bis die Menschen zu ihm kommen. Er ist zu ihnen gegangen. Und wie er geht zu ihnen, sieht er die Not. Das ist manchmal so das, wo ich mich frage, sehen wir, dass die Leute, die ohne Jesus leben, verloren gehen, sind alles so nette Menschen. Nein, sind die Leute, alle Österreicher, so liebe Menschen. Und jetzt soll man denen noch sagen, dass sie sich bekehren sollen. Das hält ja der Stärkste nicht aus. Sind ja alle so lieb. Alle sind sie so nett und weiß wie. Geht's uns nicht manchmal auch so? Mei, also das kann ich ja wirklich staunen. Und jetzt soll's da noch evangelisieren. Wisst ihr, was uns da fehlt? Uns fehlt die ewige Schau Gottes. Gottes Augen sehen die Herzen der Menschen. Wir sehen oft nur das Äußere der Menschen. Gottes Augen schauen tief hinein und sehen die Not, in denen die Menschen sich befinden. Wie oft habe ich gebetet, wie Wilhelm Busch, der Pfarrer aus Essen, auch in einem seiner Bücher schreibt: O Herr, gib mir Augen, wie deine Augen sind. Gib mir
deine Augen, dass ich die Not sehe, wie du sie siehst. Und das ist das Geheimnis für die Evangelisation. Dass ich die Not erkenne, in der die Menschen sind. Was sehen wir, wenn wir die Menschen anschauen? Ist unser Leben geprägt von Jesus? Sehen wir mit den Augen Jesu? Dann haben wir herzliches Erbarmen mit den Mitmenschen. Dann brennt es in unserem Herzen. Wie mein lieber Vater einen seiner Arbeitskollegen zu Jesus führte. Er hatte Traktat in der Ortschaft verteilt. Und am nächsten Tag kommt einer von denen, die dieses Traktat vom Vati bekommen haben, zu ihm und sagte: Hans, ist das wahr, was da drin steht? Mein Vater sagt: Ja, Ernst, das ist wahr. Nachher sagte dieser Ernst, wir kannten ihn einfach von der Straße so, von früher, sagt er: Hans, dann gehe ich ewig verloren. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Du, das ist ja furchtbar, wenn das stimmt, dass man in die Hölle kommt, wenn man sich nicht bekehrt. Hans, ich bin der schlimmste Sünder. Und hat sich gerade von ganzem Herzen bekehrt. Könnt denken, was das für meinen Vater war. Gewaltig. Und am nächsten Tag kommt die Nachricht, der Ernst lebt nicht mehr. Mit dem großen Holzfuhrwerk vom Sägewerk. Er war hinten unten und hat den hinteren Wagen gelenkt. Sind die Baumstelle ins Rollen gekommen und haben ihn unter sich begraben. Und er war in der Ewigkeit. Wisst ihr, was mein Vater der wenig Worte machte? Der wenig redete so, aber dort sagte er: Wie gewaltig, dass ich diesem Menschen den Weg zu Jesus zeigen durfte. Wisst ihr, das ist einfach gewaltig. Was treibt uns an zur Evangelisation? Den anderen die frohe Botschaft zu bringen. Ich sagte vorhin, Herzen, die recht sehen, die schauen nach den, Augen, die recht sehen, die schauen nach den Herzen der Menschen. Als er aber die Volksmenge sah, jammerten sie ihn, steht da. Es hat dort ein Bibelübersetzer geschrieben, es drehte ihm schier sein Herz im Leibe um. Er hat Schmerzen empfunden. Für die Volksschar Schmerzen. Es tat ihm weh, das Volk beraubt und verschmachtet. Elend wie Schafe ohne Hirten zu sehen. Und solche Herzen brauchen wir. Als Jesus einritt in Jerusalem auf dem Esel und als er näher kam, vom Ölberg die Stadt vor sich sah, heißt es in Lukas 19,41, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Er weinte über Jerusalem. Haben wir schon einmal über St. Johann geweint? Über Graz? Über Gleisdorf? Über Salzburg, über all die Städte, in denen wir zu Hause sind. Geweint über die ungeretteten Häuser. Oh, das drängt mich jetzt,
für etwas vom Allerwichtigsten zu sagen an diesem Abend. Wisst ihr, was wohl etwas vom Wichtigsten in der Mission und Evangelisation überhaupt? Das ist die Sprache der Liebe. Die Sprache der Liebe versteht jeder Mensch. Merken unsere Mitmenschen, dass wir sie lieb haben. Die Menschen, die wir zu Jesus führen wollen, spüren sie, dass wir sie lieb haben. Wie viele wurden überwunden durch die Liebe gläubiger Christen. Und da ist wohl sehr, sehr wichtig, uns das zu merken. Wenn wir Menschen zu Jesus einladen wollen, dann müssen sie vorher deine Herzensliebe für sie gespürt haben. Es ist egal, wie du das ihnen zeigst. Ob du an Weihnachten die Gärtnerei Schweighofer in Saalfelden glatt auskaufst, um den Leuten Blumenstöcke zu schenken, das überlasse ich dir. Ob man Salatköpfe wachsen lässt im Garten, um den Leuten zu schenken, das überlasse ich ihnen. Alles schon ein bisschen ausprobiert. Nicht gerade die Gärtnerei nackt gekauft, aber doch einige Stöcke. Und da geschah einmal etwas ganz Großartiges. Da bin ich mit Blumen gekommen, mit dem schönsten Weihnachtsstern in durchsichtige Folie eingepackt, auf einen Bauernhof zu Leuten, die ich schon sehr lang für den Herrn gewinnen habe wollen. Jetzt kommen Esther und ich zur Tür herein mit diesem mordswunderschönen, herrlichen Weihnachtsstern. Und die Bäuerin glatt lässt die einen Schrei los und sagt: Mei, dieser wilde Hund! Vor lauter hat sie nicht mehr gewusst, wie den Blumen sagen. Hat sie dem Blumenstock wilder Hund gesagt. Vor lauter Begeisterung, da kommt jemand. Und ich habe das doch nicht verdient und schenkt uns so etwas Wunderbares. Wie haben wir das verdient? Und jetzt wisst ihr, kommt ein kleiner Nachsatz. Und ich glaube, das bringen wir alle über die Lippen. Weil wir euch lieb haben. Dann wird es still. Dann wird nicht mehr lang geredet. Dann hast du deine Predigt gehalten, dann kannst heimgehen und festbeten. Und dann wird dein Telefonanruf kommen. Und dann kannst du etwas mehr sagen. Wisst ihr, das ist so etwas von dem, wie kann Evangelisation heute noch durch meine Hände, durch mein Wesen, durch mein Sein sichtbar werden. Ich will nicht zu denen zählen, von denen man sagt, der rennt die Häuser ein. Ich will nicht zu denen zählen, von denen man sagt, ich habe Angst, wenn der kommt. Du, da sperren wir alle Türen zu. Ich möchte zu denen gehören, wo man drinnen in der Stube sagt, Mai, auf den habe ich schon lange gewartet. Ist es so? Evangelisation hat mit Liebe zu tun. Und Liebe hat mit Opfer zu tun. Und das ist das, wo ich mir immer wieder sage, sind wir Menschen, die ein Empfinden haben für die Art und Weise der Evangelisation, dass wir noch viele, viele Menschen gewinnen. Ich schließe mit dem Wort Kolosser Kapitel 4, Vers 5 und 6. Wandelt in Weisheit gegen die, welche außerhalb der Gemeinde sind.
und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit anmutig, lieblich heißt das. Anmutig heißt auch dem anderen zeigend, dass er mir wertvoll ist. Mit Salz gewürzt. Wir wissen, was das heißt. Damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Und jetzt möchte ich, dass wir alle miteinander uns einmal prüfen und fragen: Wie verstehe ich Evangelisation? Wie möchte ich in der Zukunft evangelisieren, mein Leben für den Herrn einsetzen, dass noch viele Menschen gewonnen werden? Die allerletzten Schlussgedanken noch. Ihr wisst es vielleicht nicht, meine Lieben, einige wissen es in diesem Saal, dass es nächsten Juli, nächstes Jahr, am 16. Juli, 40 Jahre sind, dass ich in diesem Land Österreich Missionsarbeit tun darf. 40 Jahre ist eine lange Zeit. 1966 als 22-jähriger schwer kranker Mensch durch die Leichenvergiftung, noch schwer gezeichnet, schwer krank, hat mich der Herr in dieses Land geführt. Ich kam als Unwissender. Ich habe nicht so hohe Schulen besucht. Meine Schule war mein Elternhaus, hauptsächlich auch einige Monate auf der Bibelschule Bad Liebenzell. Aber ich wusste nicht, wie man Missionsarbeit macht. Ich möchte das ganz kurz, weil mir die Zeit dazu noch geschenkt ist. Vielleicht nur als kleines Beispiel, bis ich endlich begriffen habe, wie Missionsarbeit ausschauen kann. Da bin ich im Vorarlberg von Haus zu Haus gegangen und habe dort den Leuten im heißen Juli Traktate verteilt. Ich kannte ja niemanden, irgendwie muss man anfangen. Das war vor 40 Jahren. Und dann kommt aus einem Bauernhof eine etwas abgearbeitete, liebe Bäuerin und sagt: Was wollen Sie? Da sage ich: Ihnen etwas Gutes zum Lesen geben. Man muss das auch irgendwie in Worte kleiden. Was Gutes zum Lesen geben. Und das machen Sie jetzt? Wo Sie doch sehen, wo wir Bauern alle auf den Feldern sind. Jeder ist am Mähen, jeder ist am Ernten, sind eh ein paar schöne Tage. Und Sie? Ich hatte die Krawatte an, damals war das noch so Sitte. Heute Abend auch wieder. Man muss doch anständig vor dem Volk stehen. Gut, sagte sie. Und ich habe auch etwas, sagte sie. Ich habe einen herzkranken Mann da drin in der Stube. Hab da unten eine Alm, es war am Berg, hab da unten eine Alm, die uns niemand mäht. Das habe ich. Auf Wiedersehen. Und ich konnte noch gerade so ganz huschschnell sagen: In 5 Minuten oder 10 Minuten bin ich wieder da. Sie hat es nicht gehört. Jetzt fuhr ich ins Tal, was das Zeug hält, in mein Zimmer, Klamottenwechsel, Arbeitskleider angezogen und beim ganzen Hinauffahren auf den Berg habe ich gebetet: Herr, gib mir Kraft beim Mähen. Das ist die Maschine, ich habe keine Erfahrung, aber ich will keine Blöße geben, dass das Zeug gelingt. Jetzt komme ich an die Haustüre. Sie macht die Tür auf. Ah, was wollen Sie? Sie hat mich nicht gekannt. Sage ich,
Ich bin eben der Mann von vorhin. Ja, und? Was wollen Sie? Sag ich, die Almwiese mähen. Sind Sie verrückt? Die hat das einfach nicht gepackt. Sag ich, ja, kennen Sie sich aus? Habe ich gesagt, jawohl, mit Bodenfräsen kenne ich mich aus als Gärtner. Oh, sagte sie, das ist ganz was anderes. Sag ich, okay. Und der herzkranke Mensch ist in der Stube aufgestanden mit seinen blauen Lippen, kommt er unter die Tür und wollte den komischen Schweizer anschauen. Und Sie wollen wirklich? Oh ja, ich will. Aber dann, glaube ich, sollte ich mit Ihnen kommen, Ihnen das Gerät zu zeigen. Das Gerät. Ich hab's gesehen und hab gezittert. Nun, kurze Geschichte noch. Ich habe wirklich buchstäblich mit Gottes Hilfe die Wiese gemäht. Ich war fertig, total K.O., konnte nicht mehr vor lauter Rückenschmerzen. Inzwischen hat die Bäuerin unter dem großen Birnbaum auf der Alm das gute Zvieri gebracht, die Jause. Käse, Tee und Brot. Der herzkranke Bauer saß auch da am Boden. Und jetzt kam eine interessante Frage. Fragte die Bäuerin, du, was hast du uns vorhin gebracht? Weißt du, bist doch da so mit deinem Blatterle da gewesen, so mit deinem Zettel da. Du, was hast du damit wollen? Habe ich gesagt, euch eine Botschaft von Gott bringen. Könntest du uns erzählen, was da drinnen steht? Und ich habe es ihnen erzählt. Und beide haben sich bekehrt. Unter dem Birnbaum, neben einer gemähten Wiese. Und da wurde ein Wort gesagt, und das hat mich von da an meine Missionsarbeit 100% verändert. Walter, das kann nur einer tun, der Liebe im Herzen hat. Und ich glaube, das ist das. Es ist das, was wir brauchen. 40 Jahre in Österreich, und wenn ich noch einmal vorne beginnen könnte, ich stehe jetzt vor euch als ein bald 62-Jähriger, habe meine besten Jahre in dieses Land investiert, und wenn Sie mich fragen würden, Walter, was würdest du tun, wenn du noch einmal vorne beginnen könntest, würde ich sagen, noch einmal Österreich. Warum, Walter? Und die Esther mit dabei, sie ist gegangen, ganz weit hinten. Weil wir dieses Land grenzenlos lieb haben. Die Menschen, die hier leben, um ihnen die Botschaft von Jesus zu sagen. O möge der Herr die letzte Zeit, in der wir noch hier sein dürfen, noch Großes wirken durch sie. Meine lieben Zuhörer, durch uns, die wir schwächer werden. Dass sein Name gepriesen, verherrlicht und geehrt werde. Amen.